Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu The God of War. Ja, ich weiß gerade nicht, was hier wir zuletzt gemacht haben, denn es ist gerade eine neue Aufnahmesession. Deswegen, ne? Wir hauen ihn erstmal einen runter. So. Stimmt, da oben war ich doch schon, oder nicht? Ich mich da. Komm, hier. Komm, ab nach oben. Zack. Und dann lass mal Seilchen runter. Da hier ja auch eh noch ein paar Sachen fehlen. Wenn wir uns hier noch ein bisschen umschauen, ne? Hier fehlen uns noch zwei Sachen, die wir selbst noch nicht entdeckt haben. Und nebenbei, die Truhe haben wir ja schon genau gelüftet. Da sind noch Sachen. Da müsste ich irgendwie darüber kommen. Da sind Truhen. Dafür müsste ich darüber irgendwie. Frage natürlich jetzt wie, ne? Frage der Fragen. Okay, dann wollen wir mal schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Ich meine mal. Mach dich bereit! Nein, scheiße, der war uncool. Der schien Ihnen recht. Da war ein zweiter doch, oder nicht? Ja. Bleibt mal skeptisch, ne? Irgendwo war doch noch ein zweiter. Bin ich mir relativ sicher. Können wir da. Wir klettern mal hier kurz hoch. Aha. Eine Truhe. Zack. Meins. Meins. Oh, Weltschlangen Schuppe, das ist auch schon mal nett. Okay. Also hier ist schon mal der Ding. Ah, okay. So, so macht man das auch öffnen. So öffnet man das also. Okay. Das wäre schon mal gut. Das ist schon mal gut, dass wir das schon mal haben. Jetzt. Stimmt, die Dinger. Uncool. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie, ob wir von hier oben irgendwie was ausrichten können. Sieht nämlich nicht danach aus. So. Aha, hier haben wir schon mal. Haben wir hier irgendwo so ein Ding? Nee, ne? Nee. Das hieße, ich müsste den tatsächlich von dort rausziehen. So. Ach so, tatsächlich. Okay, dann muss ich kurz mal schauen. Da weiß ich das jetzt gerade nicht. Da müsste ich kurz schauen.
So. Z, P und R. Ein Z, ein P und ein R. Damit hätten wir nämlich immer ach, Scheiße. Es muss doch auch anders gehen. Es muss doch auch noch anders gehen. Irgendwie muss das anders gehen, weil so ist der Weg zu lang. Sag ich mal. Irgendwie muss das anders gehen. Der Weg ist zu... Ach, da drüben. Hm, ja. So, damit haben wir schon mal das P. Nette Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr nette Rätsel. What the fuck? Ich wollte schon sagen. So. Da haben wir schon mal das bei das. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der letzte ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ups. Balla. Nach oben. Muss man natürlich jetzt mal Ausschau halten, wo denn der letzte sein könnte. Der letzte, der... Ach so tollen Tun-Geschichten hier. Hm, vielleicht oben. Okay. Yep. Vielleicht oben auf der anderen Seite. Hier war ja der eine. Vielleicht hier hinten irgendwo. Mal, hier geht's ja noch hoch. Vielleicht haben wir... Aha! Wusste ich doch, dass der irgendwo sein muss. So, ist die Frage. Ja, so komme ich ran. Ist doch super. Machen wir hier einmal. Zack. Einmal dich. Zack. Schon müsste der offen sein. Die Truhe da unten. Währenddessen hole ich mir noch einmal kurz die hier. Zack. Klingt. Lassen kurz mal noch das Seilchen runter. Nein, da klettern wir jetzt nicht runter. Ich wollte nur dieses Seil runtertreten. So, genauso hier. Da kann ich runter. Zack. Und die Truhe ist offen. Ah, schönes Ding. Und wir haben ein Blutmethorn. Ein Horn mit Blutmet. Das war schon mal eine Nornen-Tour, die wir da noch gefunden haben. Und ich tippe, ich weiß auch, wo der letzte Spaß ist. Warten, einmal kurz ausspielen, wo ich das denn hinpacken könnte. Denn hier oben ist das zu links. Too much. Mal kurz gucken. Müsste das
eigentlich durch das Tor hier durchflitzen und hier oben ansetzen erstmal. Also ziehen, dann durchs Tor flitzen, dort ran. Tag. I. Verdammt, ich hab doch gerade noch was gehört. So. Okay, dann müsste ich das. Das nächste wäre von dort nach. Ich würde sagen. Irgendwo nach hier unten oder so bringen. Irgendwie muss man das doch nach unten bringen. Lass mich kurz gucken. Da oben ist einer. Da oben. Das heißt, von hier nach dort. Dann springe ich hier runter. Und zieh's mir von dort oben wieder raus, um es dort reinzubringen. Tada! Und die nächste Tour. Lass mich raten, das war jetzt tatsächlich das letzte Ding. Oh, was haben wir denn da? Griffe der verfluchten Flamme. Zeig mal her. Geringer Bonusschaden bei einem erfolgreichen Klingenangriff. Für eine Feuerbombe für 3 Sekunden Verzögerung auf den Gegner zu platzieren. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, haben wir jetzt hier alles? Natürlich, legendäre Truhe war nämlich das letzte, was wir brauchten. So, hier. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, die Minen haben wir hier nämlich auch schon durch. Hier oben auf dem Berg ist noch was. Das eine hier ist eine Walküre. Ne? Eine Walküre. Aber da fehlen auch noch Raben und so. Hier fehlt auch noch was. Vorland. Okay. Ach, Walküre, Walküre. Tara. Okay. See der 9 fehlen auch noch Sachen, nämlich. Deswegen. In Tiers Tempel fehlt uns auch noch was. Also ihr merkt, es wird noch einiges, was wir hier noch machen müssen. Ne? So. Diese Rabenklippen habe ich. Den habe ich auch, den Lager. So. Da haben wir auch. Was haben wir da? Rad der Valkyren will ich ja noch nicht rein. Den haben wir auch 100%. So, da haben wir 100%. Da haben wir 100%. Also 60% sind wir schon. Auf der Todesinsel fehlt uns noch eine Truhe. Da werden wir jetzt mal so ganz flink hin. Wir fahren da hinten rum und dann zu den Todesinseln. Da fehlt uns nur noch eine Truhe. Übrigens, ich versuchte Odin zu dienen, indem ich für Frieden sorgte. Aber er empfand das als untreu. Ab da misstraute er meinen Beweggründen, wollte jedoch nicht auf meinen Verstand und Rat verzichten und so band er mich an einen Baum und quälte mich als Zeitvertreib. Tja, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Ja, Junge, so ein Glück für mich. Naja, ne. Ob man davon Glück reden kann, weiß man auch immer nicht. Irgendwo hier müsste noch eine Truhe sein.
tipp mal da drüben, weil da drüben war ich noch nicht so großartig toll. So großartig viel. Da ist ja schon wieder eine Hexe. Noch nicht bereit, leider. Direkt hinter dir. Wieder eine Hexe am Wehr. War klar. Gut gelaufen. Hexe. Ja, okay, dann sind die hier natürlich ein bisschen wieder gespawnt, die Sachen. Und Leute, die wir hier haben. Aber egal. Egal. Wir versuchen jetzt erstmal hier. Da ist sie. Da ist die legendäre Truhe, die wir brauchen. Allerdings kommen wir da noch ja nicht richtig hin, oder? Oder bin ich jetzt da irgendwie? Ach, ich weiß. Nein, hä? Da wollte ich gar nicht rüber. Komm, runter. Hier rum. Und dann... Dachte ich mir nämlich. Echt uncool. Position ist echt uncool. Gibt es da nicht eine bessere Position, von wo ich das treffen könnte? Muss mal kurz mit dem Boot um diese Insel rumpaddeln. Für irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe irgendwie noch irgendwas, was wichtig sein könnte. Und ein Bootsanlege steht. Unter Wasser war noch ein weiteres Schiff. Mimir, was ist aus dem Sohn des Steinmetzes geworden? Rimf kam aus Sohn. Als er das Meisterwerk seines Vaters vollendet hatte, die große Mauer von Jötunheim, dachte er nur noch daran, die Asen für ihre Verbrechen gegen die Riesen büßen zu lassen. Einst hatte er Thor bekämpfen wollen, doch die tragischen Geschehnisse hatten den Thor weise und schlau gemacht. Er bemerkte, dass die Mauern Asgards nur halb fertig und marode waren, denn mit solch leidiger Arbeit gab sich kein Asengott ab. Also verkleidete sich Rimfur als gewöhnlicher Mann und machte den Asen ein Angebot. Er würde ihnen majestätische Mauern errichten, und zwar innerhalb von 2 Jahreszeiten, sonst müssten sie ihm nichts zahlen. Wenn ihm dies doch gelänge, bat er lediglich um eine Audienz bei der Göttin Freya. Odin willigte ein, denn er wusste, dass die Aufgabe unmöglich war, doch der Fremde faszinierte ihn. Rimthur erledigte die Arbeit natürlich genug. Er hatte von seinem Vater gelernt und besaß einen magischen Hengst, der ihm Steine brachte. Wir machen später weiter. Wir werden mal kurz ein bisschen klettern. Ich muss leider mal ein bisschen rumgucken. Sorry, wenn ich dabei ein bisschen ruhiger bin manchmal, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe immer was. Deswegen. Achso. Ich muss ja hoch jumpen. So. Geht sofort.
Juppala. So. Und hier hoch. Genau, hier war nämlich der Ding. Und ich glaube, ich müsste... Wenn ich... Nein, warte mal. Durchs Boot, glaube ich. Und dann... Müsste der mich dorthin bringen. Ja, wir haben es geschafft. Zack. Nummer 1. Zack. Oh, die nächste Truhe. Was haben wir da? Ymirs Atem. Frostexplosion. Schaden. Nee. Was haben wir da denn? Zorn des Eistrolls. Oh, nett. Naja. So, jetzt haben wir hier nämlich auch 100% bei den Todesinseln. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht und wir mal weiter die 100% machen. Ne? Also, tschüss, ciao, euer Lewoski-san.